Am Sonntag steht für Bremens und Bremerhavens Bürgerinnen und Bürger auch ein Volksentscheid an. Wir können entscheiden, ob wir der Verlängerung der Wahlperiode für den Bremer Landtag zustimmen oder nicht. Die Linke ruft dazu auf, mit Nein zu stimmen, weil wir der Meinung sind, dass das ein Abbau von demokratischer Beteiligung bedeutet. Es ist so, dass man in 20 Jahren dann einmal weniger wählen würde. Das finden wir sehr problematisch. Von daher sagen wir, wir wollen die Beibehaltung der vierjährigen Wahlperiode in Bremen. Gute Politik muss nicht davor zurückstellen, sich erneut zur Wahl zu stellen. Deshalb sagen wir, eine Wiederwahl nach 4 Jahren ist bei guter Politik ja kein Problem. Deshalb kann sich Politik dann auch der Wahl wieder erneut stellen. 4 Jahre bedeutet auch, dass man kürzere Zeiten zwischen den Wahlen hat. Bei 5 Jahren kann die Regierung länger darauf setzen, dass die Bevölkerung vor der nächsten Wahl wieder vergessen hat, was alles gemacht wurde. Wenn die Stimmung in der Bevölkerung sich ändert, muss sich das auch in den Parlamenten ausdrücken. Daher ist es besser, häufiger entscheiden zu dürfen.